Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Metallschlachten. Wir haben hier mal wieder eine Runde mit dem T-34-2. Den habe ich ja letztens schon mal gezeigt, was der so anrichten kann. Und hier habe ich eine Runde im Zug mit dem No Free Name aus dem NEM und dem Schweißhelm aus dem NEM. Wir waren dazu auch im TS, aber das habe ich nicht aufgenommen. Das ist ja immer von einem Replay, wo ich aufnehme. Und ich habe diese Runde ausgewählt, weil es die Runde ist, danach habe ich mein erste Mark of Excellence bekommen, also meinen ersten Stern, meinen ersten Exzellenzauszeichnung sozusagen. Der bedeutet, dass ich im Durchschnitt mehr Schaden mit dem Fahrzeug anrichte als 65% der anderen Spieler. Ich glaube, zumindest über die letzten 2 Wochen irgendwie wird der Durchschnitt immer berechnet, weil sich aber Fahrzeuge ändern und sowas. Hier haben wir uns noch überlegt, wo wir hinfahren. Also da unser Mitfahrer hier, der No Free Name, den KV-4 fährt, was ein ziemlich schwer gepanzerter Stufe 8er ist und der Top-Tier ist, geht er hier unten in die Engstelle, wo immer die schweren Panzer aufeinandertreffen. Unsere Su-101 würde ihn unterstützen, weil sie ganz gut Schaden macht pro Minute. Und ich habe mir gedacht, ich hätte auch hinfahren können, indem ich mich hinter ihm versteckt habe, aber habe mir gedacht, vielleicht bin ich hier ein bisschen nützlicher, indem ich hier schon mal ein bisschen aufkläre, was überhaupt in die Richtung kommt. Weil ich sehe jetzt im Süden von mir, kann ich sehen, was da durchfährt. Und dort geradezu ist auch die Panzerjägerstellung, die ich schon mal sozusagen von vornherein aufgeklärt habe, damit dort sich kein Panzerjäger groß positionieren kann vom Gegner, um uns irgendwie zu behaken oder sowas. Hinter mir auf der Karte, dort nördlich von mir auf der Karte, seht ihr unsere Panzerjägerstellung, die sozusagen das Ganze im Gegensatz ist. Alles aufgeklärt habe ich wohl nicht. Und der KV-4 hat hier zum Glück vorbeigeschossen. Der hätte mir nämlich ordentlich wehgetan. Aber ein bisschen was habe ich halt dort schon. Wobei, das ist, glaube ich, gar nicht von mir aufgeklärt. Das ist, glaube ich, von Stefan selber aufgeklärt, der um die Ecke geguckt hatte an der Stelle. Also der KV-4 auf der Map. Der hatte um die Ecke geguckt. Und dort ist schon einer ertrunken. Wie man das auch immer so schnell schafft mit dem T-150. Da muss man erstmal zum Wasser fahren. So, und hier habe ich mich an die Stelle gestellt. Wir hatten nämlich noch 2 Artis, das müsst ihr bedenken. Und habe hier versucht, meine Hülle zu verstecken. Und wieder meinen Turm zu benutzen. Also nur meinen Turm rausgucken zu lassen. Wie ihr es von mir schon kennt. Ist diesmal ein bisschen anderer Stelle und ein bisschen unsicherer. Vor allem, da der FCM anscheinend durch meinen Turm durchkommt. Der Tiger hat, wobei wahrscheinlich meine Hülle zu sehen war, weil der Tiger hat mir auch die Ketten getroffen. Also muss irgendwie meine Hülle zu sehen gewesen sein. Hier versuche ich halt ein bisschen zu sidescrapen gleichzeitig. Dass sie halt so weit rumfahren müssen, um mich zu treffen. Wobei ich hier habe ich geguckt, wo er mich getroffen hat. Ich sehe es gerade. Der hat mir aufs MG geschossen. Schweinerei. Ich habe es im Kampf, habe ich nichts gesehen, wo er getroffen hat. Der weiß also, wo die Schwachpunkte sind. Deswegen muss ich mich ein bisschen bewegen gegen den. Dann trifft er auch das MG nicht. Wenn ich halt ruhig stehen bleibe, wie gerade eben, dann kann er aufs MG zielen und mir da durchschießen. So, der T-34 versucht eigentlich einen Schuss aus dem T-34 rauszulocken, weil ich den Verdacht habe, dass wenn der mich trifft, normal auf dem Turm, könnte es Schwierigkeiten geben, dass da doch ab und zu mal welche durchgehen. Derweile muss ich halt hoffen, dass unser KV-4 mit dem WC-111 da drüben durchhalten, wo der T-34 keine Lust zu schießen irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Der scheint einfach keine Lust zu haben, mal zu schießen. So, das hatte ich eigentlich gehofft, ich treffe, aber der ist irgendwie direkt vor mir in den Boden abgesackt. So, hier schön an den Berg wieder ranfahren, damit er nicht nur noch meinen Turm sieht. Und der hat nämlich keine gute Frontpanzerung. Und wenn er dann mehr auf den Turm schießt, ist es unwahrscheinlich, dass er durchkommt. Ich muss halt bloß ab und zu mal wieder ein bisschen bewegen. So, und der ignoriert mich jetzt inzwischen. Gut, kann ich ihm auf die untere Platte schießen. Kostenloser Schaden für mich. Und da habe ich noch gar nicht realisiert gehabt, dass der FCM 50T schon getötet wurde. Das war nämlich unser Arti. Mit einem Schuss hat die den FCM 50T durch die Luft gejagt. Und das ist noch ein weiterer Tiger 1. Die haben echt eine nicht so geile Frontpanzerung. Da kommen wir mal 181 Durchschlag locker durch. Auch wenn die anwinkeln. Also, das ist so mein beliebtes Opfer. Und hier war dann der Punkt, weil der hat noch 27 HP, da kann ich auch rumfahren. Hier nämlich noch ein Jagdpanther, der mir eine Deckung gibt. Da hole ich mir erstmal den, der laut Lowlife ist. Puff. Dann kurz nachladen. Inzwischen kommt der LTTB, der T-44 und noch einen Jagdpanther rumgefahren. So, der hat schon mal verschossen. Der T-34 dahinten macht mir nur Sorgen. Und hier habe ich mich nicht getraut umzufahren. Leider. So, den mach ich da noch weg. Wie gesagt, Frontpanzerung haben die quasi nicht. So,
So, da haben wir noch einen T34. Ich zieh ein. Aber ich glaube, der T44, genau. Der T44 ist in dem Moment schneller. Und in der Zwischenzeit auch der Rest vom Team ist schon gestorben. Also ich habe dort drei schwere Panzer beschäftigt, was im Gegnerteam als Stufe 8 Medium-Panzer. Ne, also das muss man dann schon mal... Muss man dann schon mal hinnehmen. Ich habe gesagt, da brauche ich auch nicht mal hinfahren. Das schaffe ich eh nicht rechtzeitig. Und damit war es vorbei. Mit 21 HP hat dort mein Kumpan überlebt. Wie eine schöne Runde. Und wie gesagt, danach gab es die Auszeichnung. 1800 Schaden. Ich habe heute den mehrfach gespielt und habe immer so zwischen 1200 und 1800 Schaden fast gemacht. Der ist ja schon ziemlich zuverlässig. Also ich würde den eigentlich jedem empfehlen und ans Herz legen, der eine Stufe 8er Medium sucht, der ein bisschen... Ja, man muss aber mögen, muss ich dazu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bleibt mir treu. Bis bald.